Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. In diesem Video möchte ich euch nochmal den Season 5 Gameplay Trailer zeigen, der absolute Wahnsinn ist. Wer gestern meinen Livestream verpasst hat, ich zeige euch den jetzt. Danach gibt es nochmals eine Analyse, die ich aber ein bisschen kürzer halte. Ich zeige euch die wichtigsten Elemente, wie zum Beispiel die Mega-Zerstörung von Skulltown. Es wird eine Questreihe im Trailer vorgestellt, auf die ich, und das ist nämlich der Hauptteil des Videos, es gibt von offizieller EA-Seite eine absolute XXL-Erklärung rund um die Questreihe. Und das Besondere ist, man kann das mal nicht an einem Tag oder einer Woche durchgrinden, die komplette Quest, sondern es zieht sich über... Ich glaube zwar nicht die ganze Season, man könnte es auf die ganze Season strecken, aber ich glaube, wenn ich das alles richtig interpretiere, ist es frühestens innerhalb von 9 Wochen machbar, die komplette Questreihe durchzuhauen. Es gibt 9 Artefakte, die man finden kann, die zu einem riesen Puzzle werden. Was dann passiert, keiner weiß es. Es soll auf jeden Fall was extrem Heftiges werden. Dazu im Detail aber später mehr. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich könnte mir vorstellen, dass viele Spieler, die Apex Legends beiseite gelegt haben, jetzt wieder zurückholt und alle Stammspieler werden auf jeden Fall mehr Spaß an Apex Legends jetzt mit dieser Questreihe finden. Ich interpretiere es auf jeden Fall als PvE-Modus, wo wir keine Gegner haben, die uns irgendwie stören, zumindest gehe ich bis jetzt davon aus. Wir werden es dann ab dem 12. Mai aber genauer feststellen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Trailer, bei der Analyse und dann bei den Einzelheiten zur Quest. Viel Spaß. Dark in the city, night is a wire. Steam in the subway, earth is a fire. Well, I guess this party is going to last a bit longer than I had hoped. The quest for the broken ghost has begun. In touch with the crowd, I'm on the hunt, I'm after you. I need your help adding a rare and valuable treasure to my collection. Just be careful. And don't die. Here we go again. Stuck in the forest, too close to hide. I'll be upon you by the moonlight side. Treasure pack here. Ich starte jetzt mit der Analyse. Well, I guess this party is going to last a bit longer than I had hoped. So, hier mache ich den ersten Cut, natürlich Skulltown komplett zerstört. Ich zeige euch ganz am Ende oder wenn ich mit der Trailer-Analyse am Ende bin, zeige ich euch nochmal ein Bild. Das hat mir gerade ein Abonnent auf Instagram geschickt und zwar die komplette Map-Änderung auf einer Draufsicht vom Kings Canyon, welche Bereiche alle geändert wurden, dass die Leviathane fehlen und so weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich weiß auch, dass hier nicht jeder Freund der Map-Änderung sein wird, weil Skulltown verdammt beliebt war. The quest for the broken ghost has begun. Das ist jetzt ein Part der Hauptquest-Reihe. 9 verschiedene Hauptquests gibt es, wo man das Artefakt findet, die ausschließlich auf dem Kings Canyon bei Nacht passieren. Detailliert aber alles dazu später mehr. I need your help adding a rare and valuable treasure to my collection. Der Zugang zum
Tunnelsystem. Hier wird dann die Quest offiziell vorgestellt und vor allen Dingen sehen wir jetzt ein wichtiges Element, was wir finden müssen, damit wir die Quest überhaupt richtig starten können. Und zwar genau dieses. Wir müssen diese Schatzkisten auf jeden Fall finden. 45 an der Zahl kann man insgesamt einsammeln. Auch dazu später mehr, wie genau das funktioniert. Das ist jetzt quasi die Hauptquest, wenn wir eine Jagd gefunden haben. Wir müssen 5 Kisten mindestens finden, damit wir überhaupt erstmal diese Hauptquest rund um das allererste Artefakt starten können. Und wir sehen hier, dass wir auf dem Kings Canyon bei Nacht gegen solche Prowler fighten, die wir ja schon kennen. Das ist wahrscheinlich ein Artefakt, also nicht das Artefakt für die Quest, sondern so eine Art Spot, den wir wahrscheinlich sichern müssen, damit wir das Artefakt überhaupt freischalten. Und dieses Landeschiff kennen wir schon aus dem Halloween-Event. Wir müssen quasi, wenn wir das Artefakt dann gefunden haben, uns einen Weg zu diesem Landeschiff freikämpfen, damit wir die Quest erfolgreich abschließen. Und hier, das finde ich mega interessant, die Prowler haben die Zombie-Variante, sage ich mal, angenommen. Und es kann auch sein, dass wir selber als Zombie in diesen Quests rumlaufen können. Auch dazu erzähle ich später noch was. Und das sind diese Artefakte, 9 Stück an der Zahl. Wenn wir alles gefunden haben, wird Heftiges passieren. Was genau ist, wie gesagt, unbekannt. Das ist vom Battle Pass 3 Skins, jeweils für Bangalore. Für sie wird es endlich mal Zeit, dass wir da einen vernünftigen Skin bekommen. Für die Mirage und für den Revenant. Alle 3 Skins allesamt finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Hier können wir davon ausgehen, dass das der Level 100 oder Level 110 Battle Pass Skin für die Wingman ist. Ist auch reaktiv, sieht absolut stark aus. Und ich bin mir hier sicher, dass wir einen neuen Skin für den Bloodhound in Gold sehen. Vielleicht ist es auch ein Skin, den es schon gibt, den ich aber nicht erkenne, aber ich gehe eher davon aus, dass es ein neuer Skin ist. Moment, jetzt ist mir gerade was aufgefallen, was mir vorher auch so noch nie bewusst geworden ist. Was ist denn das hier für ein Smoke? Wir haben hier Caustic-Gas in grün und eine Rauchwolke in rot. Das könnte auch ein Airstrike sein, wahrscheinlich ist es die Airstrike-Granate. Und hier sehen wir nochmal in der Draufsicht den kompletten zerstörten Bereich rund um Skulltown, was echt mega heftig groß ist. Nochmal eine andere Sicht. Hier haben wir zum Beispiel die Sümpfe. Hier hinten ist das Wraith-Labor. Hier haben wir... Oh Gott, ich habe die Namen gerade alle gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall finde ich diesen Bereich hier auch mega riesig. Also wir sehen, dass es hier eine verdammte XXL-Veränderung auf dem Kings Canyon gibt. Lasst euch auf jeden Fall in den Kommentaren gerne mal aus, ob ihr eher Freund oder eher Gegner dieser riesen Map-Changes seid. Hier geht man übrigens davon aus, dass dieser Bereich, ich blende euch das Hologramm nochmal ein, was ihr mittlerweile alle kennen solltet, quasi dieser riesen Haupthalle aus dem Wraith-Labor ist, der uns bis jetzt unzugänglich sein sollte. Und hier bin ich gespannt, was es mit diesen Rohren auf sich hat. Ich hoffe tatsächlich, dass das vielleicht so eine Art Transportmittel ist, um sich über der Map zu bewegen. So, und dieser Punkt hier, den finde ich sehr, sehr interessant. Das ist ein Punkt, wo wir unseren Ulti aufladen können. Wir sehen hier gerade Gibby, wie er vor diesem Terminal steht. Es aktiviert, dann fährt dieses goldene Teil hier runter. Achtung, zack. Und hier sehen wir noch, dass der Ulti leer ist. Jetzt drücke ich Play, zack, und er ist voll. Absolut geil. Neue Legende Loba ist klar. Jetzt aktiviert sie ihre ultimative Fähigkeit, die Black Market Boutique. Und wir sehen, hier ist so eine Art Scan passiert. Das ist quasi der Umfang oder der Umkreis, in dem sie fremden Loot klauen kann. Fremder Loot heißt aber Loot, der noch ungelootet ist und nicht von Gegnern. Ganz, ganz wichtig. Ihr seht hier auf jeden Fall diese Art Welle, die sie erzeugt. Und hier läuft diese Welle weiter, wie beim Skin von Bloodhound, um euch das mal klar zu machen. Dieses Wolfszepter erzeugt quasi so eine Art Hologramm, dieses hier. Und hier raus sehen wir dann den gesamten Loot wohl
im Umkreis. Und hier sehen wir auch, wie Loba gerade eine Waffe aus diesem Hologramm rauszieht. Ob wir tatsächlich den gesamten Loot sehen und was sie alles aus diesem Umkreis klauen kann, ob das auch Munition, Heilung, Schildzellen betrifft, können wir aktuell aus dem Trailer noch nicht rauslesen. Und das ist auch ein interessanter Part, den ich noch nicht so ganz raffe. Das ist ja der ganz normale PvP-Modus. Warum haben wir einen Core-Stick und einen Bloodhound, die in der Zombie-Gestalt rumlaufen? Das ist auch noch sehr interessant. Vielleicht irgendein Experimentending, was mit dem Wraith-Labor zu tun hat. Wir werden es sehen. Und hier sehen wir jetzt den Teleport in-game von Loba und ihren Finisher. So, hier blende ich euch noch das Bild ein, was ich euch versprochen habe. Das hat mir How to be Dead auf Instagram geschickt. Danke für dieses Bild. Wir sehen unten links durch diese rote Linie oder diese rote Grenze markiert, wie groß der Bereich ist, der vom Kings Canyon weggesprengt wurde. In der Mitte sehen wir die beiden Leviathane, die jetzt nicht mehr auf der Karte sind. Sie sollen übrigens jetzt vor Season 5 schon nicht mehr auf der Karte zu finden sein, habe ich erfahren. Ich habe es aber selber nicht prüfen können, weil ich gerade keine Zeit habe zu zocken. Und oben rechts in der Nähe von den Sümpfen sehen wir den Rest der Veränderungen auf der Map, die auch sehr, sehr big sind. Und was mich ein bisschen wundert, der Hydrodamm, der sieht auf der Karte relativ unverändert aus. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es den Hydrodamm und den Repulsor so ein Stück weit mit betrifft. Es ist aber tatsächlich nur oben rechts der Bereich. Ich bin jetzt auf der englischen EA-Seite. Die deutsche ist wie immer nicht so ganz hinterher und deswegen übersetze ich das jetzt grob. Falls hier Übersetzungsfehler drin sein sollten, verzeiht mir das, nehmt mir das nicht für übel. Wir sehen auf jeden Fall hier das Hauptmenü um die Questreihe. Ihr seht es auch hier, Battle Pass Reiter, Quest Reiter, Challenges Reiter. Hier sehen wir die 11 Elemente. Die Hauptelemente sind die 9 Artefakte, ist klar. Wir haben einmal den Prolog und dann haben wir hier das Ende der ganzen Geschichte, wenn wir alle 9 Artefakte gefunden haben. Und was interessant ist, wir können jede Quest wohl immer und immer wieder spielen, wenn wir sie freigeschaltet haben. Und hier gibt es nochmal eine Kurzerklärung über die ganze Geschichte. Gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Kommt jetzt alles im Folgenden, was ich hier erzähle. The Broken Ghost heißt, wie gesagt, die Questreihe. Und ich fange jetzt einfach mal mit der Übersetzung an. Sammle tägliche Schatzpakete maximal einmal pro Tag, um Belohnungen und neue Jagden für die fehlenden Artefakte freizuschalten. Mache wöchentlich Jagd auf dem Kings Canyon bei Nacht, um Teile des Artefaktes zu finden, trotze den Gefahren alleine oder im Squad und mache es wieder lebendig. Belohnungen bekommt man nur, wenn man die jeweiligen Missionen auch selbst freigeschaltet hat. Das heißt zu Deutsch, ihr könnt zwar die Missionen mit Freunden abschließen, habt ihr sie aber für euch selber nicht freigeschaltet, bekommt ihr auch keine Belohnungen. Sei erfolgreich in jeder Jagd, um mehr Belohnungen und Serienkapitel freizuschalten, die die Geschichte von The Broken Ghost erzählen. Was ist das Artefakt und warum wollen alle von Apex Legends bis Hammond Robotics es in den Händen halten? Stelle alle 9 Relikte wieder her, um noch mehr Belohnungen freizuschalten, in die Vergangenheit einzutauchen und ein Geheimnis aufzudecken, für das die Outlands möglicherweise noch nicht bereit sind. Und da bin ich echt mega gespannt. Also nochmal ganz grob im Detail. Ihr könnt pro Woche ein bestimmtes Schatzpaket finden, wo ihr dann quasi eine der 9 insgesamten Artefakt-Challenges bzw. Quest freischaltet. Wenn ihr diese Quest gefunden habt, startet die auf dem Kings Canyon bei Nacht. Und die Mission könnt ihr immer und immer wieder machen. Ihr könnt die Mission, wie gesagt, auch mit Freunden starten, die Mission vielleicht noch gar nicht haben. Das heißt, sie können die Belohnung hinterher nur dann bekommen, wenn sie es auch selber schon mal in so einer Schatztruhe gefunden haben. Treasure Packs sind lootbare Items, die ihr in jedem Match finden könnt. Ihr könnt das quasi in Duos, in Trios oder auch im Ranked finden, aber nur die Schatzkisten, aber nur eine pro Tag. Das heißt, solltet ihr ein Treasure Pack finden, was ihr an einem bestimmten Tag schon gefunden habt und findet noch eins, pingt es einfach für einen eurer Teammates an, falls er noch keins gefunden hat.
So, dann haben wir hier unten steht, 45 Packs gibt es insgesamt auf die ganze Season verstreut zu finden. Jeder einzelne kann Crafting-Materialien, Battle Pass, Erfahrungspunkte und Apex-Packs enthalten oder eben das, was am interessantesten ist, eine Jagd für eine wöchentliche Quest nach einem Artefakt. Quasi gibt es das dann 9-mal insgesamt. Und was auch interessant ist, wenn ihr diese Schatztruhe findet, wandert das nicht in euer Inventar mitten im Spiel, sondern wenn ihr dann aus dem Spiel raus seid und wieder in der Lobby seid, bekommt ihr dann quasi den Inhalt und es verschwendet keinen Platz in eurem Rucksack. Das Herzstück der Quest sind die wöchentlichen Jagden. Wenn wir eine in so einer Schatzkiste gefunden haben, können wir diese starten. Wie genau sieht das aus? Wir starten auf dem Kings Canyon bei Nacht. Kennen wir aus dem Halloween-Event, das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Es wird mit ziemlicher Sicherheit ein PvE und kein PvP-Modus sein. Wir werden quasi nur von gegnerischen Prolon attackiert, die auch eine Zombie-Variante haben, was sehr, sehr interessant ist. Auf jeden Fall ist ja auch grob mit erklärt, wir können diese ganze Geschichte solo starten. Wenn wir diese Geschichte solo starten, dann haben wir eine begrenzte Anzahl an Respawns, falls wir draufgehen. Ansonsten sind wir mit unseren Squadmates unterwegs und dafür funktioniert es einfach so, wenn wir gedownt sind, können wir hochgehoben werden. Und bestimmte Legenden sollen einen gewissen Einfluss auf die Quest haben, was die Taktik betrifft. Es soll auf jeden Fall nicht so einfach sein, die ganzen Quests zu bestehen, was ich natürlich sehr, sehr geil finde. Es wäre ja langweilig, wenn es einfach wäre. Wenn es einfach nur einen bestimmten Bereich halten und Prowler töten, das würde ich ziemlich langweilig finden. Wie das aber genau abläuft, werden wir dann sehen. Was gibt es alles freizuschalten? Wir können auf jeden Fall wohl einen exklusiven Waffencharm freischalten. Und jeweils neue Kapitel, die Broken Ghost Story erzählen. So, you can replay. Achso, wir können auf jeden Fall jede einzelne Quest immer und immer wieder spielen, was ich auf jeden Fall auch sehr cool finde. So kann man verschiedene Taktiken noch ausprobieren. Und ich hatte schon erwähnt, wenn wir so eine Mission freigeschaltet haben, aber einer unserer Squadmates nicht, kann der die zwar mitspielen, bekommt aber dann eben die Belohnung nicht dafür. Am 19. Mai wird die allererste wöchentliche Challenge rund um das erste Artefakt freigeschaltet und man kann sie auch erst starten, wenn man 5 Treasure Boxen gefunden hat, was hier auch im Text erklärt ist. Jetzt kurz zu etwas Storylastigem, was Loba betrifft, was so ein bisschen die Person widerspiegelt, der sie eigentlich ist, was wir ja vorher nicht wissen. Das ist der mittlere Teil hier auf der EA-Seite, den ich euch hier übersetzt habe. Loba ist zwischen den Apex Games und Heaven Robotics gefangen und spinnt ein Netz aus Lügen und Betrug auf ihrer persönlichen Suche nach Rache. Aber wie weit ist sie bereit zu gehen? Wie passt der Broken Ghost in ihre Pläne für Revenant und was passiert, wenn eine Legende über die Wahrheit stolpert? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Sie sehen eine Seite des Lebens der Legenden, die sie noch nie gesehen haben, außerhalb des Spiels. Das heißt für mich, je nachdem mit welcher Legende wir vielleicht welche Quest abschließen, bekommen wir auch Background-Story zu den anderen Legenden. Allianzen werden gebildet, Freundschaften werden geprüft, Vendetten werden geboren und wenn sich der Staub gelegt hat, wird in einem Mysterium, das weitreichende Konsequenzen für sie alle hat, nichts mehr wie zuvor sein. Zu Deutsch, wenn wir alle neuen Relikte gefunden und zusammengesetzt haben, wird irgendwas mega krasses passieren. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz über die Schatzkisten reden und gleich über die Waffe in Season 5. Die Schatzkisten kann man sich, wenn man mal mit dem Zocken nicht hinterherkommt und ein paar Tage Rückstand hat, 45 Kisten, wie gesagt, sind's. Man kann die sich auch kaufen, aber nicht alle mit einmal. Frühestens erst 45 Tage nach Veröffentlichen von Season 5, wenn ich das alles richtig interpretiere, damit man nicht alles mit einmal durchrotzen kann. Das heißt, wenn ich die Kiste von gestern verpeilt habe, kann ich die Kiste heute erst von gestern kaufen. Ich glaube, wenn ich das richtig interpretiere, 2500 Apex Coins, das könnte eine teure Geschichte werden für die Leute, die vielleicht gerade keine Zeit zum Zocken haben. Was noch? Ja, die Waffe, Season 5. Es soll wohl angeblich keine neue Waffe in Season 5 geben, was mega enttäuschend ist. Eine Erklärung hierzu könnte sein, dass noch immer die ganzen Apex-Mitarbeiter
oder Respawn-Mitarbeiter im Homeoffice wegen der ganzen Corona-Krise sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir zwar nicht in der gesamten Season 5 auf eine neue Waffe verzichten, vielleicht ja zu Split 2. Genaueres werden wir dann sehen. Das war's jetzt von meinem wahrscheinlich viel zu lange gehenden Apex Legends Season 5 Gameplay Trailer Analyse Video und alles rund um die Broken Ghost Quest Reihe. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich konnte euch reichhaltig informieren. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr Neues habt, wenn ihr rund um Apex Legends gerade zu Season 5 nichts verpassen wollt. Und für alle, die heute zum Samstag tagesaktuell das Video sehen, morgen zwischen 11 und 12 Uhr gibt es den nächsten Livestream. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.